Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Review. Und zwar gucken wir uns mal an Iron Sky Invasion von Topware Interactive. Und ich lasse mich ja gerne mal immer überraschen von Titeln, wo man eigentlich gar nicht erwartet, dass sie gut sind. Die teste ich ja gerne mal an. Und gucken wir mal, vielleicht überrascht uns Topware Interactive ja. Ah, das wird ein Fest. Aber erstmal das Intro. Ganz klar, Zeppeline im Weltraum. Das ist schon logisch. Wobei ich ja schon ehrlich sagen muss, dass das Intro eigentlich gar nicht jetzt so schlecht ist, wie ich es erwartet habe. Das sah schon recht aufwendig aus, fast schon wie fürs Kino gedacht. Gar nicht mal jetzt wirklich so Topware-mäßig schlecht. Ja. Um das am besten. Wir gehen erstmal in Einstellungen. Ihr kennt das ja mittlerweile bei Gameplay. Ich gucke da ja mal gerne hin. Oh, naja. Grafik kann man sowieso meistens nichts anderes machen, außer. Ja, war klar. Aber die Steuerung ist immer interessant. Karte öffnen, Schiff steuern. Nächstes Schiff, nächstes Element, vorheriges Schiff. Energietransfer zur Waffe. Nahes Ziel, Energietransfer zu Triebwerken. Energietransfer. Also wisst ihr, woran mich das eigentlich erinnert? Das erinnert mich sehr stark an die Tastenbelegung von X-Wing, beziehungsweise T-Fighter? War das TIE-Fighter? TIE-Fighter war das. Feuern, Waffe wechseln, Feuermodus. Drücken zum Boosten. Ja gut, den Boost hätte man jetzt vielleicht noch auf LT legen können. Aber gut, da wollen wir jetzt mal nicht kleinlich sein. Sind wir mal froh, dass das Spiel wenigstens spielbar aussieht. Gehen wir mal ins Tutorial. Da wird dann schön erklärt, was wir noch so drauf haben. Fliegen. Man muss die Tutorials hintereinander machen. Sie müssen ein Ziel ins Visier nehmen und es mit einer Atombombe zu zerstören. Mit einer Atombombe. Mein Gott, eine Atombombe. Okay. So, we meet again. Jason, what have you been up to, you old bastard? Well, this and that. Well, we don't have time to bullshit right now. We are going to war and we need to prepare. So I heard. That's why you. So I heard. You have to learn how to fly this thing before you will be able to join the action. I'm all ears. Well, as you'll see, it is pretty similar to what you've already been doing. Oh mein Gott. Ja. Oh Mann. Drücken Sie LT, um den Modus für Präzisionsflug zu gelangen. Das habe ich gemacht, aber irgendwie. Das geht schon nicht. Ich drücke LT wie ein Dover. Aber es tut sich nichts. Hm.
Das ist schon blöd, wenn schon im Tutorial was nicht so richtig funktioniert. Aber vielleicht soll ich auch das da anvisieren. Na. ISS. Ja, das ist doch das da. Isn't that why I'm here? That's why you're here, man. Let's get you something with more guts. Get near the station. In case you can't see it, it's marked in your radar. Target it and dock there. So that was the training? Yep. Easy. It's time to get you out of that civilian toy. The Dundee bomber is waiting for you there. Finally. Ist das schlecht? Naja, bewegen Sie es nach vorne, um zu beschleunigen. Also, ja. Was soll ich jetzt sagen? Ich gehe mal eben zurück mit dem Schuh. Also wenn man hier nach... Ich tippe jetzt mal ganz leicht nach rechts, nach links. Also das ist nicht besonders präzise eigentlich. Aber, naja. Ach so, der leuchtenden Markierung. Das ist da. Andocken mit... Ah, okay, man muss extra auch wieder zurück den Schub nehmen. Andocken mit L klicken. Ah. Okay. Boah, bin ich gut. Ja. Oh, nee, nein, ich wollte doch jetzt gar nicht... Ach, Leute, das ist doch jetzt hier Kacke. Nähern sich dem blinkenden, rotenden... nein, was denn? Warum? Nein! Ah! Die Kontrolle ist ja voll für den Arsch hier. Wo ist denn jetzt dieser rote Kackpunkt da? Da. So. Docken wir nochmal an. Hier wird aber auch nicht gesagt, was du dann machen sollst. So, jetzt können wir Schiff wechseln oder Schiff upgraden. Wechseln mal das Schiff. Wenn das überhaupt Sinn macht. Dann, ja, hier kann man noch upgraden dann, wie ich gerade sehe. Schilde, Triebwerk, Scanner, Täuschkörper, Plasmakanone. Aber ich habe da kein Geld. Also lege ich jetzt einfach wieder ab. That's more like it. I knew you'd like it. Before you go shooting your guns for real, you should practice first. If you say so, what do you want me to do? First of all, we need to get you to our high orbit shooting range. Ooh, fancy. Can I get an aim? Fancy. Open your map and use your boosters to get to the spot. You know what to do. Boosters? Yeah. Thanks to these babies, you can get where you need to go in no time. Faster than a French Siren. Here goes. Okay, wir öffnen mal die Karte. Und wir sollen... Wo sollen wir eigentlich hin? Sollen wir zum Drohnenwerfer? Oder was ist das? Auswählen. Fliegen Sie zum orbitalen Schießstand. Wählen Sie auf Ihre Karte den Drohnenwerfer. Ah, doch, den Drohnenwerfer. Okay. Drohnenwerfer. Anfliegen. X. Boah. Ja gut, da muss man wenigstens nicht dann so manuell da die ganze Zeit hinfliegen. Sie können Ihre Raumstation andocken und die Außenhülle reparieren, bla blub. How'd that feel? That was quite a rush. Rare to see engineering this good, ain't it? Well, you still need to get closer to that launcher. To save time, use the afterburners. Won't that deplete my fuel faster? We'll cover all the firepit later. Okay. Ja, wenn ich irgendwo im Weltraum ersticke, weil ich keinen Sauerstoff mehr habe und kein Treibstoff mehr, ist schon klar. Using your afterburner decreases energy at a faster rate. You can make up the difference by transferring energy from your weapons or shields. So I can transfer one subsystem's energy to another? Exactamundo. And there's no fuel tank here? Nope. Just clear. Das sagt man noch im Jahr 5.730.000. Exactamundo? Das sagt man ja selbst heute nicht mehr. Transferring energy to engines. And what do you think? Is that a satellite? You're almost right.
Ich sehe gar nichts. Once you approach it, it'll launch a few targets for you to eliminate. Send them. Go ahead. Check what firepower you have and approach the launcher. Hope you have a big stockpile of these things. Don't worry. We can do this all day. And once you finish today's practice, you can come back anytime you want. Thank you. Also das sieht nach einem ganz, ganz erbärmlichen Wing Commander aus. Ja. Missionslogbuch. Ich habe diese Mission geschafft. Jetzt fliegen wir mal zum alten Militärsatelliten. Falls wir das überhaupt sollen. Weil mir sagt ja keiner, was ich machen soll. Das ist das bescheidenste Tutorial, was ich je gesehen habe. So, warum fliege ich jetzt nicht direkt hier Vollspeed zu diesem komischen Ding? Was ich ausgewählt habe. Was ist hier los? Anfliegen. Na also, geht doch. Hä? Nice. Small ships ain't a challenge for you. Nope. I knew they wouldn't be. Of course, the real precision's in destroying another ship's subsystem. Some ships can only be disabled that. It's that precise? Well, if let's say the engine is big enough, then yes, it is. I get it. So. Drücken Sie Fokus zwischen verschiedenen Schiffsmerkmalen zu wechseln, okay? Drücken Sie RB, um das Waffensystem zu wechseln. Das machen wir doch. Oh, schwere Raketen, geil. Plasmakanone, schwere Raketen. Drücken Sie RT, um das während des Anvisierens, um Satelliten zu zerstören. Ich sehe gar nichts. Auf was schieße ich überhaupt? Ich muss da mal näher ran. Ah, jetzt sehe ich langsam was. Ja, schön, dass sie mich so früh haben, die Dinger abschießen lassen. Die blöden Raketen. Damit ich natürlich gar keine mehr habe, wenn ich an dem Satelliten ankomme. Das war echt clever. Ja, meint ihr, ich fliege jetzt wirklich zu diesem dummen... Zu diesem dummen Undock-Satelliten wieder nur, um Raketen wieder aufzufüllen? Jetzt, wo ich hier schon bin? Na also. Boah. Ja, nee, komm, ich habe jetzt hier genug von Tutorial. Vor allem diese Musik. Hört euch mal das an. Wie soll bei dieser Musik bitteschön irgendwelche Spannungen entstehen oder Action? Mein Gott, dabei schlafe ich ja ein, während ich die ganzen Dinger da runterholen. Wir machen jetzt einfach mal hier Invasion und hoffen, dass das besser wird. Also Topware hat mich zwar mit dem Intro gehabt, aber mit dem Spiel, jetzt das Spiel, das ist unbeschreiblich. Aber nicht unbeschreiblich gut. So, HQ really sent you up in space. Jason? Oh, what's with the outfit, man? Spiffy, huh? It's like I'm on goddamn parade. Yeah. Wait, where are you exactly? Orders straight from the top. Some pencil pusher probably thought it would look good if they send me to the UN as a military rep. I'm supposed to talk some favors out of the diplomats here. Truth be told, I don't know what they expect me to achieve. I'm a pilot, not a negotiator. Speaking of which, I don't know what you did, man, but I heard the president wants to talk to you. The president? Ja, Präsidentin Merkel. Also ganz ehrlich, die Synchronstimmen, die Schauspieler, das ist auch Müll. Und dann machen sie ein Spiel so im Style von
Hier, wie hieß es nochmal? Reading you loud and clear, ma'am. Independence Day, ist klar, dass sie einen Schwatten nehmen, der so ähnlich aussieht wie Will Smith, aber noch nicht mal ein Zehntel von dem schauspielerischen Talent hat. U.S. Orbital Presence at the moment is the J.W. Bush, and we can't afford to risk that. You, on the other hand, are flying an Australian craft, so I'd say you're pretty much more expandable. I take it you volunteer for this mission? But, okay, I guess it's not like I have a choice. But... So tell me, who's gonna kill me today? That's the spirit. I have someone on the line who'll brief you. She's been my advisor now for a while, and she's relatively new to calling the shots in a military fashion. But I like her, and she's got ambition. What else could you ask for? Ich könnte zum Beispiel nach einem besseren Spiel fragen oder einer überzeugenderen Präsidentin oder oh. Renate Richter. Ja. The Nazi fleet is approaching Earth, but please don't be alarmed. I'm sure they come in peace. The ships and guns and everything. Well, I think it's just to impress you guys. What they really want. Ich habe auch eine Kanone, um dich zu überzeugen von mir. Of love and peace and bravery and discipline. Yeah, I'm sure they're really touchy-feely. I don't see how this could possibly go tits up. Just for safety, try to contact the admiral of the fleet and convince that the use of force is not necessary. He sometimes has a tendency to be, what do you Americans say, trigger-happy? Anyway, he's on one of the zeppelins. His name is Obergruppenführer Admiral Wilhelm Kreutz. Wow, now that's a mouthful. Boah. Doesn't he have a nickname or something? Sauerkraut, Bratwurst? Admiral Kreutz should be enough, I'm sure. He means well. No doubt. Wie ich das hasse. Da werden wieder... In diesem Spiel werden wieder Vorurteile gegen uns Deutsche geschürt, ne? Dass wir ja alle Nazis sind. Und dann kommt natürlich das, was wirklich jeder Amerikaner... kennt, jeder Amerikaner kann Bratwurst sagen und jeder Amerikaner kann Sauerkraut sagen, genauso wie Nazi. Wie oft hört man das, wenn man mit Amerikanern zusammenspielt im Internet Multiplayer? Ah, you're a Nazi. Das hört man andauern. Wir werden dieses Vorurteil niemals los, denke ich mal. So, und jetzt bin ich im Weltall und höre schon wieder diese Musik. Hört hin. Das ist sowas von... Oh. Ablegen. Ablegen. Am liebsten würde ich sofort Selbstmord machen, hier irgendwo gegenfliegen. Ja, so. Ich will die Musik nicht mehr hören. Was? Those are hostiles, man. Everybody knows that. No worries. I don't plan on sticking around and chat. Damn. I should be up there with you. You need someone to keep your ass out of hot water. That right. Yeah, last time we flew together, I seem to remember that you... Shit. The ambassadors are coming. Look, I gotta go. I'll do what I can to help you out from here. Just try not to get shot, would you? All right. Let's do this. Brace yourself. You too, pal. Ich glaube, dem Piloten in dem Raumschiff ist gerade genauso schlecht vom Fliegen wie mir von dem ganzen Kackspiel. So, wo soll ich hin? Zu dem Kack-Zeppelin da, zu dem Admiral Kreutz. Oder Weißkreuz. Der erschien mir nicht wichtig genug, um mir den Namen zu merken. Admiral Kreutz, meine volle Rangbezeichnung ist... Obergruppenführer Admiral Wilhelm Kreutz. Sie sind beauftragt, die Kapitulationsbedingungen auszuhandeln. Wenigstens spricht er dann auch wirklich in Deutsch. Oh, der war gut. Verzeihung, mit wem habe ich nochmal das Vergnügen? Welchen Rang haben Sie? Wie ist der Dienstgrad? I am Captain of... Ein Captain? Im Angesicht Ihres Untergangs schicken Sie mir einen einfachen Captain? Man darf die Dummheit dieser Untermenschen niemals unterschätzen. Das hat schon mein Großvater gesagt. Hey, well, I am here on the orders from the Madam President of the U.S., so...
Yeah. All right. So this isn't gonna work, is it? Sie können abtreten, Soldat. Sagen Sie Ihren Vorgesetzten, dass unsere Flotte die Erde einnehmen wird und dass jeder Widerstand ausgemerzt wird. Alle Mann auf Station! Startet die Waffensysteme und lasst die Walküren los! Wir sind im Krieg! Dude, I'm right here. Ein Großvater, das noch erleben kann. Ey, was, wie? Warum schießt ihr denn auf mich? Ja, das ist auch klasse. Wenn man dann in die Map reingeht, dann trudelt das Raumschiff einfach unkontrolliert weiter im Weltraum rum. Das ist sowas von... Boah. Also tut mir leid, hier wird wirklich mit Klischees gespielt, hier werden wir Deutschen wieder dargestellt, wie wir sowieso noch von der halben Welt angesehen werden. Und das... Woher kommen die Nazis jetzt eigentlich in diesem Jahr? Kommen die vom Planeten der Nazis, von dem Star Trek, von dieser Folge da? Kennt jemand die Star Trek-Folge mit dem Nazi-Planeten? Kommen die jetzt daher oder was? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand an diesem Spiel Spaß haben kann. Ich meine, ich könnte mich jetzt stundenlang über diese dummen Klischees kaputt lachen und könnte das bestimmt noch stundenlang spielen und euch weiter zumüllen mit meinem Gequatsche, wie scheiße ich dieses Spiel finde und eigentlich so scheiße, dass es auch schon wieder lustig ist, aber auch traurig. Und deswegen muss ich das hier jetzt leider beenden, Leute. Also, wenn ihr 60 oder 70 Euro total scheiße anlegen wollt, dann putzt euch damit entweder den Hintern ab oder holt euch Iron Sky Invasion. Das ist Topware. Das ist Topware. Ein neues Wort für Scheiße. Ich habe ein neues Wort für Scheiße entwickelt. Wenn ihr was Scheißeres als Scheiße sagen wollt, sagt einfach Topware und jeder weiß Bescheid. Gut, in diesem Sinne, ich will mich hier nicht weiter aufregen, sage ich einfach mal, ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, wie spät es auch immer bei euch sein mag. Stay tuned und stay away von diesem Spiel, euer Gameblamer. Ciao.